Was geht, Leute? Willkommen zum neuen YouTube-Video von mir. Mein Name ist Freddy und ich präsentiere euch heute Leiteröffnungen, die einfach Sinn machen und wodurch ihr durch einfache Spielzüge sehr viel Unterstützungsschaden bekommen könnt. Und vielleicht hilft euch das ja auf dem Weg zur ersten, zweiten oder dritten Gunmark bei eurem Leit. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde mir hier die Arbeit machen und theoretisch immer bei den Karten, die wir hier durchgehen, beide Seiten erklären, wie ich die Eröffnung spielen würde. Und dann von der einen Seite halt euch mit einem Beispiel das Ganze zeigen. Denn zu jeder Karte, die ich hier spiele, gibt es natürlich auch das passende Beispiel, wo es in Anführungszeichen funktioniert hat. Achso, und eine Kleinigkeit noch. Natürlich macht es total viel Sinn, wenn ihr mit einem weiteren Spieler im Platoon spielt. Besonders als Leitspieler macht das einfach mehr Spaß, denn beide haben was davon. Der TED, kann einfacher Schaden machen, denn für ihn wird gespottet. Und der Leit bekommt einfach Unterstützungsschaden, denn auf seine Spots werden auch geschossen. Ich habe mir genau deswegen den guten Jens aka Silence nochmal eingepackt. Mit Jens habe ich nämlich schon in der Vergangenheit ein bisschen öfters gespielt und wir haben uns quasi gegenseitig ein bisschen unterstützt, denn ich will die 100, wollte die 100%, er wollte die dritte Gunmark. Also perfekte Kombination. Let's go. Kommen wir also zuerst auf Live Oaks zu sprechen. Meine Eröffnung findet immer über die Mitte und die kleine Stadt von dem nördlichen Spawn, kann man quasi sagen, aus Stadt. Und nun hat man die Entscheidung, ob man sich in dieses Gebüsch hier reinzieht oder ob man, und das finde ich persönlich das bessere Play, entweder diese beiden Bäume oder diese beiden Bäume, wobei ich diese beiden Bäume hier präferiere, nach vorne umfällt und dann sich anschließend in die Bäume reinstellt. Diese Position hier hat nämlich den großen Nachteil, dass sie outspottet werden kann, sollte ein Light in den unteren Bäumen und Gebüschen hier in der Mitte stehen. Und sie ist die Position, die definitiv häufiger geblendet wird. Aber auf der anderen Seite muss man halt leider sagen, dass der Anfahrtsweg in diese beiden Bäume hier hinein deutlich länger dauert und ihr Gefahr läuft, dass wenn ein Glide in das Standardgebüsch hier hineinfährt oder in das Gebüsch hier hineinfährt, euch sieht, wenn ihr die Bäume fällt. Denn solange die Bäume natürlich noch nicht umgefallen sind und noch nicht das Laubwerk auf dem Boden liegt, erzeugt die Baumkrone noch keinen Tarnwert für euch und ihr werdet natürlich in eurer Anfahrt einmal kurz aufgemacht. Solltet ihr nun also vom südlichen Spawn starten, kann ich euch nur empfehlen, entweder das Standardplay zu machen und in das Gebüsch hier neben dem Haus hineinzufahren, aber auch hier leidet ihr oder habt ihr wieder das hohe Risiko, gespottet zu werden. Alternativ, was ich großer Fan bin von, ist hier hinunterfahren, in dieses Gebüsch hier hinein und diesen Baum, den ihr hier seht, der jetzt gerade transparent ist, nach vorne umwerfen. Nachdem ihr den Baum umgeworfen habt, fahrt ihr einmal kurz safe wieder hinter das Haus, denn es gibt Lights, die ab und zu mal einen Counterplay machen, hier oder hier, und euch quasi aufmachen können. Sobald ihr das also geschafft habt, wenn ihr dann den Baum wieder, wenn der Baum gefällt ist und ihr quasi keinen sechsten Sinn von euch angezeigt wurde, könnt ihr hier hineinfahren in das Laubwerk des Baumes, den ihr gefällt habt. Das wird dann wahrscheinlich hier irgendwie in diesen Gräsern sein und könnt dann von hier aus erstmal diesen Light, der hier vielleicht in das Gebüsch etwas zu weit reinfährt, spotten. Das ist eine sehr gute Chance. Oder alternativ auf jeden Fall gegnerische TDs, die hier in die Standardposition heranfahren, aufklären. Darf sich nicht jodeln lassen, aber kannst du jederzeit wieder wegfahren. Die Anforderungen sind leicht gefallen, tatsächlich auf 500 LT. Das ist schön, muss ich zugeben. Vermutlich, weil alle Manticore spielen. Mhm. Ja, ich bin gerade um 0,3 gestiegen, obwohl ich unterdurchschnittlich, also ne, nicht den Combined Value der erreicht habe. Ja. Muss noch fahren. Ja, alles gut. Nicht nur du. Bosch ist leider schon durch. Ach, ich bin offen. Leid hier, ich hab zu lange gebraucht wahrscheinlich. Ah, ich gehe auch auf, ja, das steht am Haus. Steht am Haus. TVP ah, TVP. Minus 1. Er schießt auf mich. Ich schieß zurück. Artis auf mir, minus 2. Beide Artis. Alter, ihr. Hat jetzt zwar einen sich gefangen, der TVP, aber ich mir auch, weil der Leid davor stellt. Jetzt kann ich in das Gebüsch reinfahren. Ja, die sind da. Light steht halt genau hier. Durch, ja, ja. An dem Haushalt. Wenn der TVP nochmal hochpickt, sollte ich ihn aber. Wahrscheinlich nicht, wenn er nicht schießt.
Ich kann halt nicht wirklich großartig pieken wegen der, wegen AT. Und wegen dem Light. Was fehlt denn noch überhaupt? Waffenträger fehlt noch. Da ist er. Da ist der Light. Ich kann riskieren, auf ihn zu pieken, aber es kann natürlich sein, dass es Feuer wird für mich. Schönes Ding. Ich hab das einfach mal gemacht. TVP ist halt direkt wieder drauf. Minus 2. Waffenträger habe ich auch. Ja, fuck, ich bin One-Shot schon. Wie die AT mich jetzt nimmt. Dieser TVP mich auch jedes Mal. Ja. Karma. Also Waffenträger im Haus. Ja, ich kann chill halt, dass da 100 LT irgendwas macht. Ich muss aber jetzt woanders hin. Scheinbar eh durch die Mitte. Ja, ich kann riskieren, ihn zu pieken, aber ich weiß nicht, was die AT da mit mir macht. Bin ich schon auf von dem. Ich denke, dass die AT mich jetzt finishen wird. Mit 100 HP. Ich muss auf jeden Fall hier weg. Sieht denn die City von uns aus? Ich hab ihn. AT ist offen. 100 LT habe ich outspottet, glaube ich, gerade. AT hat gemisst. 100 LT weiß nicht, dass er, glaube ich, offen war. Ich bin 100 HP, Mann. Alles gut. Chill. Ich hab den Char habe ich raus. Da ist auch 100 LT nochmal. Ja. Wenn er peakt, dann kriegt er von mir. Ja. Wenn er jetzt hier hochkommt, oder die Badger jodelt ihn. Schönes Brett, Jens. Nice. Ich gehe under. Denke ich. Aber ich muss wieder zurückkommen erst. Ja, aber die Petten sollte der. Petten ist tot hoffentlich? Oder muss ich den finishen? Ja, ist Petten tot, ist tot. Aber. Also Waffenträger am Haus, sonst ist alles. Offen, also. Da ist der Waffenträger. Ich schau mal, ob ich rankomme. Die CV ist einfach. Ich muss noch fahren halt. Jetzt geht er safe noch. Ne? Er geht safe. Aber weiß nicht, dass er perma ist, glaube ich. Ja, aber steht leider safe halt für mich. Wenn er wieder rauskommt. Er fährt. Ja, ich gucke. Okay, ich aim. Nope, drüber geschossen. Er hat Lack. Das ist beautiful. Ja, ist nur noch in der City am Leben, die Gegner. Ich hole mir erst die Klickerratten. Dann hol dir die Artis und nicht die Leute in der Stadt. Ich versuche jetzt einfach noch Damage zu machen, dass ich nicht droppe. Ich habe nämlich erst 2k. Soll ich mir die letzte Arti auch noch holen? Oder soll ich erst City moven? Ich glaube, ich move erst City. Musst du wissen. Ah, okay. Die Frage hat sich gerade selber beantwortet. Die nächste Karte ist die wunderschöne Lightmap Westfield. Und Westfield im Standardgefecht ist wirklich für Lights ein Segen. Ihr habt die Möglichkeit, entweder hier über die linke Seite nach oben zu rotieren und wenn ihr in einem guten Spawn habt, euch zum Beispiel hier zu positionieren, in diesem Gebüsch, um die Querfahrt der Gegner auf der anderen Seite zu spotten. Und genauso könnt ihr es quasi kopieren und auch von hier aus die Querfahrt der anderen Gegner hier spotten. Alternativ, was sich noch mehr lohnt meiner Meinung nach, aber wenn man zwei Lights hat und einer in die Mitte fährt, kann man halt ausweichen und diese Position spielen, ist dieses Gebüsch hier in der Mitte. Denn es gibt von diesem Gebüsch hier, wenn ihr in dieses Gebüsch hier reinfahrt, das ist jetzt für den wieder südlichen Spawn, also den Gegner-Spawn, dann erreicht ihr hier quasi eine klare Sicht auf den Cross der Gegner, die hoch auf die Medium-Flanke rotieren wollen. Und von hier aus kommen perfekt eure ganzen TDs, die hier oben drin stehen, ran. Und ihr wollt in dieses Gebüsch halt einfach rein. Das Problem an der ganzen Sache ist jedoch, dass der gegnerische Light, und in diesem Fall ich, in diese Gebüschreihe hinein will, um von hier aus wieder klare Sicht nach hier oben zu haben und von dort aus die Gegner aufzuklären, die hier herauffahren, die Mediums, sodass seine TDs, die in der Stadt stehen, oder vielleicht auch die Mediums, die drüben stehen, leichte Schüsse haben. Wichtig ist, worauf ihr hier achten müsst, ist, dass ihr nicht gierig seid und in beiden Fällen nicht sofort das Gebüsch nehmt, solange ihr nicht die Information habt, ob der Light aus dem Gegnerteam auch auf dieser Flanke ist. Denn wenn ihr hier sehr weit oder sehr tief aufgeht, habt ihr auf jeden Fall ein Problem und sehr viele Kanonen werden an euch rankommen, besonders die Mediums. Dementsprechend empfehle ich, wenn wir jetzt von der südlichen Seite aus gucken, dass ihr quasi erstmal in diese Gebüschreihe hier reinfahrt,
guckt, passiert irgendwas, macht der Gerischleit einen Fehler? Nein, okay. Und dann macht ihr euch auf den Weg hier in dieses Gebüsch. Sollte das dann klappen, dann ist es gut für euch und ihr werdet eine Menge Unterstützungsschaden haben. Wenn nicht, könnt ihr halt rechtzeitig abdrehen und immer nach unten raus wegrotieren. Ihr müsst da auf jeden Fall auch schnelle Finger haben, was das Repair-Kit angeht, damit eure Kette oben bleibt. Und dasselbe könnt ihr von der anderen Seite auch machen. Da fahrt ihr das ganze Gebüsch hier in diesem Gebüsch hier an, guckt also von oben ein bisschen rein. Und wenn nichts passiert, alles klar, dann könnt ihr euch hier runterfallen lassen und von hier aus spotten. So sollte Westfield für euch laufen. So, ich bin gleich ready, warte mal. Okay, der Jodel. Was hat er vor? Mich aufmachen, I guess. Ja, okay. Ich bin jetzt in Position auf jeden Fall. Das war blöd, er nervt halt, der Typ. Na gut, dann ist es so. Ich will noch nicht weiterfahren. Ich müsste eigentlich in das Gebüsch hier rein. Um was zu sehen. Aber wegen ihm hier will ich nicht weiterfahren. Er soll mal sterben, dann fahre ich weiter. Sonst schieße ich kurz ein bisschen auf die Heavies. Ja, das ist gut, alles gut, ich fahre jetzt ran. Hast du ein Badget vor meiner Nase? Da komme ich aber nicht ran. Ja, alles gut, aber da kommt der Rest ran. Da ist der Light, Achtung. Ja. Der hat einen Platoon-Mate, der TVP gehört zu dem Light. Ich weiß, ich renne. Hat mich nicht gesehen. Aber der EBR hat mich wahrscheinlich gesehen. Ja. Dann hätte ich was gehabt, den EBR. Unsere Teammates treffen nicht so gut irgendwie. Aua. Kriegst du das von vor dir beendet? Kann es sein, dass es leckt? Nein. Wir entweder ein bisschen zu. Ich habe gerade wieder zu leckt, habe ich Frame Drops. Ja, mein Internet. Oh. Vielleicht hätte ich den sogar getroffen, aber ich habe gerade irgendwelche Frame Drops. Der Jochen ist echt gefährlich. Der gegnerische 305 ist nicht so gefährlich. Der hat anscheinend keine Sichtweite oder kein CVS dabei, aber. Der Jochen. Ich hätte den fast erwischt, aber. Komme zur Hilfe! Ah, Bro. Warte, ich schieß einmal auf dem S-Konk jetzt da oben. Ja, ja, mach. Auch nicht respottet. Big. Da oben steht noch ein Leopard, dass du es weißt. Okay. Bei Mainz 40? Ja. Beim Toten? Okay. Bleib ich da mal mit drauf. Da ist er. Jo. Leider Gottes nicht mein Spot. Der TVP steht vor mir. Leo hat. 305. So, hier Leo erstmal raus. Da ist der TVP, der ist gerade reload. Oder hat minus 2 auf jeden Fall. Ach, ich roll wieder. Okay, aber ist geklärt. Die Seite. Ich 7 close, pass auf. Jo, mit dem trade ich jetzt einfach, weil sonst kriege ich eh nichts mehr ab. Ich bounce natürlich. Er auch, passt. Nicht bei mir, lässt irgendwie am Legen. Ja, Ammo rackt mich natürlich. Das, wo ich ihn farmen will. Muss er mich Ammo racken. Eine weitere wirklich interessante Spotterkarte ist Steppen. Und Steppen hat relativ viele Eröffnungspositionen, wo Lights wahrscheinlich spielen können, aber nur wenige, die wirklich sehr, sehr viel Nutzen bilden. Eine dieser wirklich sehr guten Eröffnungspositionen ist natürlich. Sind natürlich die Gebüsche in der Mitte. Jedoch sind das wirkliche Standardgebüsche, die, glaube ich, jeder Leitspieler sofort kennt und man auch nicht sonderlich viel dazu erklären muss. Wiederum kennen wahrscheinlich sehr wenige diese Bäume hier. Und man kann, wie wahrscheinlich wenige wissen, wenn man vom südlichen Spawn aus startet, sehr einfach in diese Bäume hier reinfahren, indem man den direkten Weg hier entlang fährt. Und dann seht ihr, wie die Bäume hier quasi in Reihe stehen. Und ihr könnt euch hier diese Dreier-Konstellation von Bäumen oder auch diese Doppelkonstellation, obwohl ich wirklich hier die linke Seite empfehlen würde, fällen.
Ihr fällt die Bäume hier 1, 2 und 3 und habt dann die Kombination mit diesem Gebüsch hier, diesem Baum und vielleicht noch den letzten Pixeln aus diesem Baum, dass ihr wirklich 2 bis 3 Bäume ineinander liegen habt plus Gebüsch und könnt dann die ganze Zeit diesen TD-Hügel aufklären, alles was hier unten drin steht und wenn Gegner hier, was auch eine sehr häufige Eröffnungsposition ist, hineinfahren, auch diese Gegner aufklären. Zudem, wenn die Gegner dann im Begriff sind, das zu pushen und das hier vielleicht gewinnen, könnt ihr sogar so lange ausharren, dass ihr die Gegner, wenn sie hier hochfahren, auch konstant spottet und die TDs, die dann vielleicht hier hinten drin stehen, beziehungsweise die TDs, die vielleicht noch sogar in der Basis stehen, haben kein Problem, die Spots von euch zu beschießen. Von der anderen Seite bin ich euch ganz ehrlich, bin ich mir nicht genau sicher, was das Beste, was die beste Eröffnung ist. Einerseits könnt ihr, wenn ihr einen sehr schnellen Light habt und ihr wisst, dass ihr zum Beispiel mit jedem Team, als Beispiel jetzt, ihr habt einen LT432 und im Gegnerteam ist nur ein ELC Even 90, dann könnt ihr einen sehr aggressiven Spielzug machen und könnt hier in dieses Gebüsch vorpreschen. Am besten dieses hier meiner Meinung nach oder dieses hier. Und von hier aus könnt ihr euch dann einfach hier hinsetzen und gedulden und ihr werdet alle Gegner spotten, die auf den Hügel fahren. Jedoch muss man wirklich sagen, wenn hier ein schneller Medium entlang fährt, könnt ihr euch in der Anfahrt spotten und das ist schon eine sehr, sehr, sehr gefährliche Eröffnung, die auch gerne mal nach hinten losgehen kann. Alternativ gibt es natürlich noch die Standarderöffnung hier um diese Gebüschreihe herum oder das Standardgebüsch. Da müsst ihr für euch entscheiden, was situativ bedingt die beste Spieleröffnung ist. Was ich euch sagen kann, ist, dass man von hier aus in dieser Gebüschreihe auch die Gegner auf dem Hügel spotten kann, jedoch deutlich schlechter als da vorne. Es funktioniert jedoch trotzdem und ihr seid vielleicht nicht so ganz in Gefahr, aber der Anfahrtsweg ist sehr, sehr lang. Und man kann sehr leicht aufgehen, denn der gegnerische Light schafft es häufig bis in diese Gebüschreihe hier hinein. Bin ich offen dafür? Nein. Ich fahre noch, vielleicht komme ich dann gleich ran an den. Der ist halt ein bisschen nervig. Schönen Schuss auf eine Person. Immer ein anteiliger Spot für mich. Ja, ich muss gucken, weil ich kann mir jetzt keine Bäume schmeißen. Irgendwie. Ja, der 1305 wird da wahrscheinlich stehen, ja. Ja, ja. Ich halt hier, der halt die Sicht da. Ach, oh, bin gebounced, aber die sehen mich halt. Ah, die sehen mich nicht, okay, gut. Geh so? Da kommst du, glaube ich, ran. Hab gerade, nee, das ist out of render. Ich hab gerade auf dem Face. Ja. Ah, ist anfällig. Kann ich halt die Cupola oder den anderen? Ja, drüben. Als ob die alle da oben spielen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Stehen aber auch gut, alles safe. Eventuell müssen wir gleich noch zurück. Ja, noch. Aber die werden getreten, weil sie halt oben stehen und nicht unten. Hm. Werden halt unterwandert. Ich fahr ran, glaube ich. Ist der AMX noch da, der Leid? Ich bin gerade nur am Bouncen, das ist ein bisschen unlucky. Ja, ist noch da. Leid. Die stehen halt perfekt heil down da gegen mich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt nicht mehr. Hast du selber gespottet? Ja gut, ist ein Heavy. Ich hab sogar Dings drin, dass ich weniger Sichtweite habe. Mehr Kamo nach dem Schuss. Ah, ja. Ey, mehr Kamo nach jetzt oder was? Track. Track war gar nicht mal so gut. Oder ich krieg noch mehr Schaden jetzt. Weil er sich gedreht hat oder was? Ja. Er wäre weggefahren, aber er wollte. Dann ist er halt stehen mit dem Automatisch. Ah, danke trotzdem. Die nächste Karte, über die wir sprechen, ist Ghost Town. Und Ghost Town hat eine Menge Potenzial, um richtig, richtig gut zu werden, wenn du als Leitspieler unterwegs bist. In meinem Setup hatte ich hier einen generischen Manticore und genau deswegen habe ich mich gleich von Anfang an dafür entschieden, in diese Gebüschreihe hier nicht zu fahren. Alternative ist das natürlich, wenn man weiß, dass man mehr Tarnwert als der generische Leit hat, sehr, sehr zu empfehlen. Ich würde hier jedoch darauf achten, in diese Gebüschreihe reinzufahren, dann mich umzudrehen und rückwärts die Gebüschreihe herunterzufahren, so dass ihr, falls ihr aufgehen solltet, sehr schnell wegfahren könnt und auch wenn ein gegnerischer Light quasi euch entgegenkommt und ihr den outspottet auf, sagen wir mal 80, 100 Meter, dass ihr einfach mit ihm parallel wieder vorwärts fahren könnt, um von ihm nicht aufzugehen, wenn er auf euch zufährt.
Ich für meinen Teil habe mich aber dafür entschieden und würde es auch empfehlen, in dieses Gebüsch hier hineinzufahren. Dieses Gebüsch hier hat den Vorteil, dass man den Cross der Heavy Tanks hier aufklärt und wenn ihr schnelle Mediums habt, die einfache Schüsse auf diesen Cross haben. Zudem könnt ihr diesen Cross auch selber beschießen, denn diese Bäume, die hier im Weg stehen, sorgen meistens dafür, ich sage nicht immer, aber sehr häufig dafür, dass ihr nicht aufgeht, wenn ihr hier schießt. Zudem spottet ihr noch den Cross da drüben, ne? Dieser Cross hier über diese Bahnschiene und der ist meistens der belohnendste, denn wenn ihr einen Verbündeten TD habt, kann der sich in diesem Bereich hier positionieren und hat gute Schüsse auf die Auffahrt, auf den Balkon, auf die linke Seite und genau das führt dazu, dass ihr sehr einfach an viel Schaden kommt oder sehr viel Unterstützungsschaden, denn der hat dann mindestens 2 bis 3 Schüsse, bis alle Gegner wirklich oben drin sind. Auf der anderen Seite ist es exakt dasselbe, das muss man wirklich so sagen. Ich würde euch immer empfehlen, hier relativ weit links im Gebüsch zu stehen, das reduziert die Chance, dass ihr geblindet werdet. Außerdem habt ihr von hier aus bessere Sichtmöglichkeiten in die Stadt hinein. Auch hier kann man also quasi exakt dasselbe tun und es gilt für beide Seiten. Wenn ihr das nun geschafft habt und auch geschossen habt in eurem Light, was ich immer empfehlen würde, in solchen Situationen kann man aber einfach mal ab und zu machen, um auch zu wissen, ob ein Gegner zum Beispiel hier steht. Denn wenn man hier aufgeht in den jeweiligen Gebüschen, hat es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein gegnerischer Light im Gebüsch ist. Wenn ihr aber nicht aufgeht, heißt es für euch, dass ihr quasi einen sehr aggressiven Spielzug unter anderem machen könnt und ihr habt ja weiterhin eure TDs hier. Und von meiner Spawn-Seite aus, also von der Seite des Südens, habt ihr die Möglichkeit, hier dann heranzufahren und die Gegner zum Beispiel Proxy zu spotten und euer TD kann von hier aus weiter gute Schüsse in die Positionen hier bringen. Ihr könnt das hier offen halten und einfach, wenn ihr genug Unterstützung habt, einfach pushen. Dasselbe gilt natürlich genau für die andere Seite auch. Jedoch muss man hier dazu sagen, dass es hier ein bisschen schlechtere Winkel gibt und Gegner aus der Stadt ein bisschen besser an euch rankommen. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden, ob das in dieser Situation Sinn macht. Häufig tut es das. Oh, Achter. Uiuiui. Ist nicht gut für mich. Ist überhaupt nicht gut für mich. Vor allem Manticore da in der Buschreihe ist halt auch eklig. Ja, ich werde nicht die Buschreihe fahren. Ich werde Medium-Seite spielen. Also Medium-Seite spotten. Links? Vielleicht kannst du hier ranfahren einfach. Und hochsnipen. Kann ich machen, ja. Oder daran macht das Sinn? Nee, dafür verspiele ich. Er ist Stadt. Er ist Stadt, ja. Okay. Mhm. Ja. Ist ein Achter, dann, ja, das wird schwer, die wird nicht zu fallen. Ich werde auch mit Damage Setup spielen. Mach ruhig Damage. Ich werde dann wahrscheinlich auch irgendwann in die City gehen und traden oder so, weil ich bin zu langsam da jetzt da irgendwie raus zu rotieren. Ja, das stimmt. So, stehe zumindest mal da. Ah, ich habe einen Scooter aufgemacht irgendwie. Nicht aufhören. Skoda und TS54? Ja, ich bin gamed. Wunderschön. Ich werde ein bisschen aggressiver spielen auf meiner Flanke und die versuchen nochmal zu spotten für dich, okay? Ich habe den Pantera verfehlt. Ist okay, du wirst vielleicht nochmal drauf schießen können. Nochmal eventuell. Ja, Skoda 3. Spottet mich immer irgendwas. Wahrscheinlich in der Mitte irgendwas. Ja, ich muss einfach nur kurz warten, dass mein Teammate die Türme links nach rechts und links zieht. Meine Position unterstützen. Oder so. Pantera kommt. Warte, ich bin gerade. Ach, scheiße. Ja, ich eben. Danke. Ich habe gerade in die Stadt geschaut, deswegen. Ist okay. Küste. Küste ist eine Karte, die in der Eröffnung eine sehr gute Leitkarte darstellt, jedoch sobald das Gefecht seinen Lauf nimmt, für Lights immer schwerer wird zu spotten und erst zum Ende hin und auch nur von einer Seite meiner Meinung nach aus kann ein Light nochmal richtig, richtig wichtig sein. In diesem Fall spawne ich vom südlichen Spawn aus. Und meine wärmste Empfehlung an euch ist, entweder die Gebüschreihe hier anzufahren und euch in das Gebüsch zu stellen, so habt ihr die
Bewegung der Lights hier in der Sicht und die Heavy Tanks, die hier herüberfahren. Alternativ, wovon ich noch größerer Fan bin, ist, ihr fahrt hier direkt entlang und fahrt dann von hier aus in so einem Winkel ungefähr von hinten in dieses Gebüsch rein. Erstens seid ihr dadurch näher dran und habt eine höhere Chance, auch Lights, die hier in diesem Gebüsch stehen, zu spotten, und alle Bewegungen, die hier durch die Häuser rein zu sehen sind, jeder Medium oder jeder Light, der hier sich versucht rauszuziehen, werdet ihr auch spotten, denn ihr seht durch die Lücken halt perfekt durch. Zudem seht ihr die Gegner noch etwas tiefer, also die Heavy Tanks werden schon in diesem Bereich hier aufgehen, und ein TD, der sich, und das ist auch wichtig für die Leute, die jetzt im Platoon spielen, ein TD, der sich zum Beispiel an diesen Stein hier stellt und diesen Baum hier nach vorne rechts wirft, wird sehr gute Schüsse auf den Bereich der Heavy Tanks haben. Und wenn er etwas weiter piekt, kann er auch einen Light, der zum Beispiel den Fehler macht, hier ungespottet wurde, ausziehen und einfach beschießen. Von der anderen Seite ist es das Ganze etwas standardmäßiger, meiner Meinung nach. Man sollte, wenn man einen guten Spawn hat, immer meiner Meinung nach bis hier vorne in diese Gebüschreihen hier vorne ranziehen, weil ihr dann einfach einen tieferen Blick in die gegnerischen Panzer habt. Sollte euer Spawn aber schlecht ausfallen, empfehle ich, etwas passiver anzugehen und nur in diese Gebüschreihe reinzufahren. Euer TD sollte sich immer, wenn ihr dieses Haus hier zerfahren habt, einfach hinter der Gebüschreihe hier positionieren, und dann pingt ihr mit der T-Taste die Position der Heavy Tanks an, wo sie aufgehen werden. Das ist einerseits einmal hier hinter dieser Felskante. Da solltet ihr mit eurem Light einmal die Position anpingen, sodass euer TD darauf aimen kann, auch ohne dass er durch das Gebüsch schauen kann, also dass das Gebüsch nicht transparent ist. Oder alternativ pingt ihr das Ganze hier an, denn hier gehen die Heavy Tanks auf, die von hier oben herunterfahren, die hinten entlang gefahren sind. Natürlich kommt jetzt vielleicht die Frage auf, Freddy, warum spielst du nicht die rechte Seite? Eine letzte Eröffnungsposition meiner Meinung nach ist von der Seite aus noch dieses Gebüsch hier. Auch von hier aus kommt ihr aus diesem Gebüsch hier, könnt ihr nämlich die Bewegung der Gegner aufklären, die hier über die Gleise fahren. Ich wiederum muss aber sagen, dass die Eröffnungsposition auf der linken Seite, beziehungsweise auf dieser Seite der Karte um den See herum, einfach meiner Meinung nach die bessere Eröffnungsposition ist. Denn da wird sich einfach am Ende des Tages wahrscheinlich mehr tun und ihr werdet mehr Unterstützungsschaden erhalten als auf der anderen Seite. Mal gucken, ob ich den Baum finde, aber ich weiß generell, welche Position. Das ist so ein Stein mit Baum rechts, ne? Genau. Das, wenn du hier rausfährst aus der Ausfahrt, gleich vor dir. Mhm. Genau, der Baum hier. Mhm. So, jetzt bin ich in Position. Schauen wir mal, was mit dem Light ist, ob ich da rein komme. Light weiß, wo ich stehe. EBR gebounced. Lol. F5 jetzt im Cross? Ja, du hast genug Zeit, Der F5 bleibt sogar langsam stehen. Steht sogar. Jetzt bin ich wieder nachgeladen. Aber hinterm Stein steht er jetzt. Naja, was? Nee. Sein Hack verfehlt. Ja. Das ist noch ein Hack. Schon Max Range. Ein bisschen unlucky gerade. Nice. Mich erstmal den. Guter Schuss, Jens. Er hat mich aber leider gespottet, aber ich bin ja safe da am Stein. Da soll jetzt mal Gas geben, der E5. E5 fährt jetzt. Er aimt auf mich, ist aber fein. Matsch. Kriegt da halt eine. Er denkt auch, er kriegt jetzt einen Schuss auf mich. Er ist jetzt nochmal gestunt, okay. 3. Oh, und safe. Schade. Aber ich sehe ihn die ganze Zeit. Der kommt auch nicht mehr weg da hinter seinem Stein. Ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt da. Oh nein. Der ist verwirrt. Ich bin nicht aufgegangen für den Schuss, crazy. Am andere Flanke wird wahrscheinlich rippen, so wie es aussieht. Ja, wollen wir jetzt schon Flanken wechseln? Ja, ich bin langsam. Da kommt ja eh nichts mehr. Das würde ich jetzt schon mal wechseln. Ich muss immer eine 5 Minuten vorher losfahren. Und die letzte Karte, über die wir heute sprechen werden, ist Erlenberg. Erlenberg ist eine Karte, wo man auch wieder durchweg gute Unterstützung leisten kann durch Aufklären der Gegner auf den Flanken. In der Stadt wiederum habt ihr wenig Einfluss darauf, wie das Gefecht seinen Verlauf nimmt, aber über die Flanken könnt ihr jeweils sehr, sehr gut spotten. Eine sehr gute Eröffnung von dieser Seite aus, also aus dem Norden, ist
die Eröffnungsposition hier in diesem Gebüsch bzw. auf das offene Feld. Euer TD sollte sich einfach hier nach vorne begeben, so dass sein Sichtkreis ungefähr bis nach J4 auf die Hälfte reicht, denn Gegner fahren häufig in der direkten Bewegung nach G1, H1 und dann werden sie aufgehen, wenn ihr mit eurem Light ungefähr bis hier vorne vorfahrt. Ihr könnt guten Gewissens auch etwas weiter hier vorfahren und hier quasi einen Schlenker drehen, jedoch müsst ihr darauf achten, dass falls Heavy Tanks hier auf der Außenseite entlangfahren, sie euch aufklären werden, denn dann ist das hier, diese Entfernung von da nach da, natürlich nicht mehr wirklich groß und ihr werdet aufgehen, so einfach ist es. Euer TD wiederum kann extrem gute Schüsse auf die Gegner, die sich hier über die offenen Bereich bewegen, leisten und ihr werdet in der ersten Minute sehr einfach schon vielleicht ein bis zwei Schüsse von eurem TD und als Unterstützungsschaden bekommen, was sich natürlich sehr, sehr lohnt. Anschließend kann ich überhaupt nicht empfehlen, auf dieser Flanke zu bleiben und ich würde immer oder fast immer die Rotation wagen auf die linke Seite. Und von der linken Seite aus wollt ihr immer in dieses Gebüsch hier hineinfahren, denn von diesem Gebüsch aus habt ihr die Möglichkeit mit eurem CVS die Gegner hier in dieser Gebüschreihe zu hotspotten und besonders wenn die Gegner hineinfahren, könnt ihr sie ganz entspannt sehen. Das wiederum führt dazu, dass Teammates aus der Stadt sowie euer TD, der sich zu diesem Zeitpunkt mindestens bis hierher herangezogen haben sollte, auch einen Schuss auf die Gegner, die hier oben aufgehen, leisten kann und ihr werdet weiteren sehr guten Unterstützungsschaden erhalten. Worauf ihr hier achten müsst, ist, dass ihr in dem Gebüsch unter Umständen rückwärts in das Gebüsch rückwärts hineinfahrt, denn häufig ist es so, dass ein Light hier drin steht oder auch irgendwelche Lights hier ihre Runden drehen und euch sehen, wenn ihr hier oben hineinfahrt. Von der anderen Seite, also vom südlichen Spawn aus, kann ich überhaupt nicht empfehlen, am Anfang auf die linke Seite zu fahren. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht und es hat sich bis jetzt auch nie für mich als lohnenswert erwiesen. Was ihr jedoch machen könnt, ist eine sehr gute Eröffnungsposition spielen und zwar in dieses Gebüsch hier hinein. Von diesem Gebüsch aus könnt ihr nämlich die gegnerischen Fahrzeuge sichten oder sehen, die hier auf der Innenseite entlang fahren bzw. hier den Cross machen. Und Leute, die hier den Cross machen, können von eurem TD sehr gut von dieser Position hier aus beschossen werden und gleichzeitig werdet ihr, falls ein Light genau das macht, was ich gerade beschrieben hatte, nämlich hier rückwärts hineinfahren, ihn auch outspotten und ihn quasi sehen, bevor er in das Gebüsch reinfährt und dann kann euer TD wieder von hier hinten einen sehr einfachen und guten Schuss setzen auf den gegnerischen Light. Wenn ihr das dann genug gecountert habt, könnt ihr euch aus der Position hier hinausziehen und wollt letztendlich dann versuchen, diesen Gegner hier zu killen, um letztendlich dann hier hineinzukommen und von dieser Seite aus könnt ihr dann in die Gebüschreihen langsam hochfahren und das hier komplett outspotten und wenn ihr das geschafft habt, werdet ihr meistens irgendwo zwischen 6.000 bis 10.000 Unterstützungsschaden sein. Jedenfalls ist das mein Erfahrungswert. Ich stelle mich erstmal links außen. Komm kurz hier ein bisschen ins Feld, dass wir einmal sehen, für den First Shot. Für den Cross, ja. Okay. Falls wir irgendwas sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich schnell genug bin überhaupt. Hast du ein Turbo dabei? Ja, ich hab das. Ja, dann bist du schnell genug, alles gut. Du musst nur bis. Theoretisch. Du musst V-Range bis ungefähr hier haben, okay? Hier crossen ja, die. Okay, jetzt, ja, sollte klappen, ja. Das ist nicht. Dann stehst du einfach im offenen Feld, stehst ungefähr hier so wahrscheinlich für. Kriegen wir hin, wenn was Langsames crossed, auf jeden Fall. Legen wir los! Ah, der Matchmaker hat wieder die Clownsnase auf. Wochen 155 gematcht gegen zweimal FVTD. Jo, sind dieselben Panzer, ja. Alles gut. So, komm. Und ich bin gegen den Stritzwagen gematcht. Das passt von mir aus sogar noch ein bisschen. Naja, aber auf Ends kenne ich lieber den hier als zum Beispiel einen Stritz. Niemand? Doch. Also ich sehe die. Ich will nur ganz sauber durch. Er steht jetzt in der Maus. Chill. Da ist er. Ich habe Out of Render. Die sind hier blind. Ich habe ihn Out of Render. Der T54D ist blind, den kannst du einfach beschießen. Ja. Warte, noch 3 Sekunden Reload. Nice, guter Damage. Hab ich den selber gespottet? Ich hab extra durch den Busch geschnitten. Extra durch den Busch. Aber reicht jetzt? Wir fahren jetzt raus. Reicht. 2K. Ja. Guter Early. Amix 305 pusht rein. Bleib kurz stehen. Ja, ich muss erst wieder rüberfahren. Typ 59 da noch. Patton-Tanker da. Ich chill einfach mal ganz kurz hier. Naja, chill mal. Ich bin noch dran. Conqueror mach ich auf. 1305 halte ich, glaube ich, auch offen. PvP? Hat Schuss. Ja, jetzt bin ich erst im Position. Jetzt sehe ich sie alle. Die bleiben dauerhaft offen.
Ich hab jetzt Shots dann. Wieso sehe ich den nicht? Warum krieg ich denn einen Assist dafür? Nice. Ah, scheiße, der hatte keine AP mehr, Mann. Aber egal. VZ im Cross. 1305 hätte ich auch in 5. VZ im Cross. Ich mache es. Nice. TVP kann ich nicht angehen. Durch. Nee, da steht immer noch um. Also für mich steht da umfield, klar. Ja, ich habe einen anderen Winkel. Da, TVP rotiert raus. Ja, leider zu spät. Nein. Ich mache jetzt oben auf. Jetzt wäre ich ready. Okay. Für oben. Schwierig, komme ich nicht ran im Moment. Das ist halt down. TVP oder Patent Tank vielleicht? Alles safe, alles safe. Müssen andere, da der TVP. Boah, komm, der ja. Muss implodieren jetzt. No, ich hab ihn gemisst. Weiß nicht, wie der Schuss da drüber fliegen kann. Das wäre ein easy Shot, ja. Es geht mir mehr darum, dass das gesamte Team verkackt hier gerade. Ich hab aber auch den nice. Nicht machen können. Da ist der CC wieder, guck nicht zu dir. Zu flach, zu tief. Sie müssen ja aus der City drauf schießen. So, schon. Kann ich aber offen halten, den Typen. Der weiß es nicht, dass er eine Perma ist. Vielleicht komme ich mal näher. Außer er tarnt jetzt drauf, das kann sein. Jetzt dreht er seitlich. Und fährt nach hinten gleichzeitig. Nee, es ist einfach zu tief. Da steht zu tief. Keine Chance. Wenn ich näher rankomme, vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn mehr selber spotte. Ich kann auch einmal spotten run jetzt machen. Warte, ja, dann muss ich erstmal hier hochkriechen. Oh nein, da ist ein TVP auf der Innenseite. Oder ich schieße kurz in die Stadt. Schmeiß dich noch nicht. Nein, ich schmeiß mich nicht, aber ich wollte den CC halt sehen. Bei mir chill. Ich versuche noch mal CC. TVP nervt ein bisschen. Nice, Big Head von der AD, aber kein Assist für mich, what the fuck. Den habe ich wahrscheinlich gesehen. So, jetzt vielleicht den CC noch. Ja, ich sehe ihn halt nicht. Der schießt auf mich, der steht da. Ach, ein Stritz auch noch. Ja, der steht da direkt daneben. Der ging voll durch ihre Panzerung. CC, 2. Amix30, könntest du auf den TVP aimen, bitte. Nimm ihn raus. CC hätte ich nochmal. 3 Sekunden. Ja, ich meine auf. Ich glaube, der ist runtergefahren. Nope. Ja. Oh, no Trackshot, aber ich meine, da müsste jetzt ja jemand rankommen, vielleicht mal. Ich sehe drum mal um. 4. 4. 2. Feuer. Nice. Und. Nee, noch nicht. Okay, die Flanke 99,99. Let's go, ja, dann hast du es ja eigentlich. Da ist der Klickerratte. So, irgendein was schon. Und 100! Ja! Das ist der letzte Light oder hast du schon alle Lights auf? Nee, das ist Manti fährt noch. Manti, okay. GZ, nice. Geil! Freunde, denkt mir gerne daran, eine positive Bewertung dazulassen, einen Kommentar zu schreiben, welche Karten ihr euch vielleicht in Zukunft noch wünscht, wenn ich noch ein weiteres Video mache. Ich muss aber dazu sagen, dass ich wahrscheinlich eher die Rolle des Lights übernehmen werde, die Rolle des TDs übernehmen werde in den nächsten Tagen. Aber das wird sich zeigen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch das Video helfen konnte. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Anwenden der vielleicht neu gelernten Positionen und Methoden, wie man zum Spotten kommt. Und an der Stelle ganz dickes Dankeschön für das Zuschauen dieses wirklich sehr langen Videos. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, wirklich, da geht ein ganz, ganz dickes Dankeschön raus, dass ihr euch das ganze Video angeschaut habt. Und ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Freunde, denkt mir gerne daran, ein positives Kommentar.